Ja, wir sind sehr froh, dass wir heute bestätigen können, dass der slowenische Nationalspieler Marko Bečak von Gorenje Velenje zum SC Magdeburg kommen wird. Wir haben einen Vertrag geschlossen, der ist gültig ab dem 1.7.2013 bis 2015. Er wird für 2 Jahre zu uns kommen. Und ja, wir sind sehr froh, dass wir diese Entscheidung bekannt geben können und freuen uns auf den Spieler, der nach Magdeburg kommt. Wenn ihr da so langfristig plant, was sehr schön ist, stellt sich mir natürlich die Frage, wie alt ist der Spieler und was wisst ihr bereits über ihn? Ja, also Marco ist 25 Jahre alt, ist Kapitän und Spielmacher, wie gesagt, bei Gorenje Velenje, ist in der slowenischen Nationalmannschaft und ja, ist sehr, sehr torgefährlich von der Rückraummitteposition, neben seinen Qualitäten als Spielmacher. Und das ist letztendlich das Profil, was Frank Carstens dann gemeinsam mit uns auch ausgesucht hat, was uns dann eben auch in den nächsten Jahren ja, beim SCM Unterstützung geben soll. Wenn ich das höre, dann juckt es doch bestimmt in den Fingern, nicht bis 2013 warten zu müssen. Lässt sich da was machen? Ja, wie gesagt, die Vertragssituation ist so, dass Marco noch ein Jahr Vertrag in Velenje hat, aber eben auch uns und dem Verein gegenüber sehr deutlich gemacht hat, dass er bereits im Sommer nach Magdeburg wechseln möchte. Wir nehmen jetzt die Gespräche diesbezüglich auf und schauen, ob das wirtschaftlich darstellbar ist. Unser Wunsch wäre es natürlich auch, aber das werden die nächsten Tage zeigen. Wichtig ist, dass wir diesen Spieler, wo Frank Carstens sagt, das ist einer der talentiertesten Spielmacher in Europa, bereits mit 25 Jahren in der Verantwortung, dass wir eben versuchen, das Thema auch in diesem Sommer schon zu lösen. Aber das werden die nächsten Tage zeigen. Wir müssen auch nichts überstürzen. Wir gehen da auch wieder wirtschaftlich mit Augenmaß vor. Wichtig war, dass wir diesen Spieler mittelfristig an den SCM binden konnten. Dann danken wir dir für die tolle Nachricht und drücken die Daumen, dass du bald anrufst und das Sahnehäubchen auch noch verkünden kannst. Wir geben unser Bestes.